Hallo ihr Lieben, heute wieder an einem sehr warmen Tag hatte ich die Idee, euch mal wieder eine Bilderbuchgeschichte vorzulesen. Timmy, beide sind da und freuen sich ganz arg, weil es wieder viel zu schauen gibt. Und das Buch heißt Kleine Schwester Nervensäge. Das ist von Paul Breit und die Bilder hat Mike Terry gemalt. Und wir sehen uns gleich. Ich stelle das Buch jetzt wieder auf den Ständer und lese euch dann vor und ihr könnt die Bilder betrachten. Ich freue mich. Bis gleich. Tschüssi. So, da sind wir wieder mit dem Buch Kleine Schwester Nervensäge. Das ist der Thilo, der große Tyrannosaurus, und das ist seine kleine Schwester, das Tienchen. Und manchmal ist Thilo ganz schön von Tienchen genervt und wir schauen einfach mal, warum das so ist. Thilo ist groß und Thilo ist gemein. Er hat riesengroße Klauen und ein Maul mit riesengroßen Zähnen. Genau das bin ich, sagt Thilo Tyrannosaurus. Alle Dinos zittern vor Angst, wenn er durch den Sumpf brüllt. Grrr. Tienchen ist klein und Tienchen ist süß. Sie hat winzig kleine Klauen und ein winzig kleines Mäulchen mit winzig kleinen Zähnchen. Und sie liebt ihren großen Bruder mehr als alles auf der ganzen Dino-Welt. Ich hab dich so lieb, Thilo, Rhinosaurus, piepst Tienchen. Oh, lass mich in Ruhe, Dino-Baby, sagt Thilo. Ich muss zur Jagd. Guck mal. Thilo stampft durch den Sumpf. Die Erde dröhnt und bebt. Erschrocken zucken die anderen Dinos zusammen. Ich habe Hunger, brüllt Thilo. Ich bin groß und sehr gefährlich. Ein Stegosauriersteg wäre jetzt herrlich. Und er reißt sein großes Maul weit auf. Und seht ihr, die gucken alle ganz erschreckt. Und seht ihr das Tienchen? Die liebt ihren Bruder so. Das sieht man schon. Die findet ihn gar nicht böse. Tienchen will kuscheln, Thilo-Rhinosaurus, brabbelt Tienchen und schmiegt sich an sein riesiges Bein. Thilo seufzt und sieht den Stegosaurier hinterher, der schon längst kichernd davongelaufen ist. Was machst du, Dino-Zwerg, denn hier, faucht er. Geh spielen und bleib mir vom Hals. Und wütend stapft er davon. Die anderen grinsen ja alle, seht ihr? Die finden das auch lustig. Hungrig stürmt Thilo durch den Sumpf. Vorsichtig blinzeln die anderen Dinos zwischen Blättern und hinter Felsen hervor. Aber es gibt nicht viele gute Verstecke für einen Saurier. Ich habe Hunger, brüllt Thilo. Ich bin groß und sehr gefährlich. Ein Triceratops-Braten wäre jetzt herrlich. Und er fletscht seine großen, spitzen Zähne. Und wer ist da hinten wieder? Seht ihr? Tienchen. Mal gucken, was jetzt passiert. Tyrannosaurus, plappert Tienchen und schmatzt einen feuchten Kuss auf seine riesige Wange. Och, guck mal, wie süß. Thilo stöhnt und sieht den Triceratops lachend zwischen den Bäumen verschwinden. Du kleiner Nerv, Dino, knurrt er. Geh, sappere deinen Schnuller an und lass mich in Ruhe. Und knurrend stürmt er davon. Und wieder lacht er hier, seht ihr, weil er so lustig findet, was das Tienchen macht. Das ist aber auch lustig. Leise pirscht Thilo durch den Sumpf. Kein Dino rührt sich, kein Blatt bewegt sich. Aber stillstehen ist nicht so einfach für einen Dinosaurier. Plötzlich hört Thilo ein leises Knacken. Dann sieht er einen langen, langen Hals. Ich habe Hunger, brüllt Thilo. Ich bin groß und sehr gefährlich.
Ein Diplodocus-Dessert wäre jetzt herrlich. Und mit lautem Gebrüll stürmt er los. Und wer ist da hinten wieder? Seht ihr es? Das Tienchen. Mal gucken, was sie jetzt macht. Tienchen will schmusen, Tiloranosaurus, kluckst Tienchen. Thilo krummelt und sieht, wie sich der Diplodocus leise kichernd in den Blätterwald davonmacht. Du kleiner, nerviger, sabbernder und brabbelnder Quengeldino, zischt er. Wegen dir habe ich den ganzen Tag nichts gefressen. Grrr, ich gehe jetzt nach Hause. Der grinst jetzt auch wieder, weil er davongekommen ist. Ist ja goldig, das Tienchen. Thilo stürmt wütend durch den Sumpf davon. Traurig sieht Tienchen ihm hinterher. Dann setzt sie sich ins Gras und fängt an zu weinen. Bumm, 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 bumm. Plötzlich fängt der Boden an zu beben. Tiloranosaurus, piepst Tienchen glücklich. Schauen wir mal. Aber es ist gar nicht ihr großer Bruder. Vor ihr steht Spinosaurus. Tienchen schreit. Spinosaurus ist riesen, riesengroß, noch größer als ihr großer Bruder Thilo. Er hat ein riesengroßes Maul mit riesengroßen Zähnen, das er riesig weit aufreißen kann. Oh, da hat sie aber Angst, das Tienchen. Da bin ich mal gespannt, ob ihr Bruder kommt. Bestimmt. Ha! Krallen weg von meiner kleinen Schwester! Thilo brüllt und ist ganz außer sich vor Wut. Mit gefletschten Zähnen stürzt er sich auf Spinosaurus und der rennt davon, so schnell er mit seinen dicken Beinen laufen kann. Und das Tienchen freut sich. Oh, habe ich einen tollen großen Bruder, denkt sie jetzt. Dann beugt Thilo sich zu Tienchen hinunter und nimmt sie in seine großen, starken Arme. Ganz fest drückt er seine nervige kleine Lieblingsdino-Schwester an sich. Ich hab dich so lieb, Tiloranosaurus, piepst Tienchen. Ich hab dich auch lieb, Tiniranosaurus, sagt Thilo und lächelt ein riesengroßes Dino-Lächeln. Und jetzt gehen wir etwas fressen. Na seht ihr, Geschwisterliebe ist die schönste Liebe. Seid froh, wenn ihr Schwester und Brüder habt und beschützt euch gegenseitig. Eine wunderschöne Geschichte. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dann. Tschüss.